multiple signals. Ja, das ist schön. Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Überlebenskünstler und Freizeitstrategen da draußen. Hier zurück bei Aliens Dark Descent. Wir haben beim letzten Mal leider einen unserer Soldaten verloren. Und ich glaube, es war mein erstes Mal, oder? Bin mir nicht ganz sicher. Oder mein zweites Mal? I don't know. Ich glaube, es war mein erstes Mal. Und ja, wir haben noch einen, dem fehlt ein Arm. Schwere Verletzung, Arm. Der Marine verliert einen Arm und wird bewusstlos. Diese Verletzung kann während eines Einsatzes nicht geheilt werden. Der Marine kann getragen und exfiltriert werden. Okay, immerhin können sie Arme anscheinend wieder zurückholen. Boah, das war heftig beim letzten Mal am Ende. Weißt du, du machst halt einfach eine Tür auf und auf einmal steht da dieses Monstrum vor dir. An der einfach undenkbar ungünstigsten Stelle für dich. Naja, letzten Endes war der ja eigentlich gar nicht so sehr das Problem. Das Problem waren die anderen. Naja, irgendwas ist ja immer. Jetzt gucken wir mal, dass wir uns jetzt erstmal zum Auto bewegen hier. Dann können wir uns beim nächsten Mal hier besser darauf vorbereiten. Ich sag mal so, besser drei Leute retten, als gar keinen. Move on. So, dann erstmal den Marine sichern. Und dann hauen wir hier ab. You're good now. You're good. Okay, gut, das haben wir geschafft. Und jetzt Trupp exfiltrieren. Ja. Ja. Was willst du machen? Keine Ahnung, warum der einen Cape hat. Ganz im Ernst, ich weiß es nicht. Capes sind im Kampf das Nutzloseste, was es gibt. Uff, 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 uff. Harpers Hölle. Ja, es ist definitiv die Hölle. Aber wir sind schon bei 75%. Krass. Wir haben das Sekundärziel und schon mal die Primärziele. Also wir werden auch nur noch ein weiteres Mal hier rein müssen, wenn ich Glück habe. Ja. Vermisst. So nennen sie das also. Ich kann dich nicht... Wie einfach das rumsteht. Okay, befördern. Okay, ja. Gewöhnlich. Also du hast Teamgeist. Du hast mehr Mats. Du hast erhöht die Treffsicherheit. Was können wir denn jetzt noch nehmen? Schnellerlösung. Entfernt den negativen... Ja, komm, dann nehme ich jetzt auch noch Erlösung, ne? So, fertig. Und was machen wir mit dir? Dass du kein Scharfschützengewehr dabei hattest, das ist echt ein Fail von mir gewesen. Okay, ja, das müssen wir beim nächsten Mal ändern. Er hat auf jeden Fall eine Verbesserung zum Snipern, aber... Naja. Also, Schlauberger, dann kann er auch hacken. Gehärtet, flinke Hände. Das Nachladen geht schneller. Nee, komm, dann kriegst du jetzt hier mal tatsächlich eine maximale Rüstung, oder? Oder will ich ihm auch hacken geben? Ja, das Nachladen kann aber auch ganz schön wertvoll sein. Sind wir mal ehrlich. Oh, Mann. 2,5 Marines kommen wieder. Also wir haben immerhin einen Arzt und einen Konstrukteur und all diese Mats. Das ist schon mal sehr, sehr viel gewesen. Und was war das jetzt für ein Vieh? Ich habe das Vieh nur deswegen getötet, weil ich wissen wollte, das war ein Prätorianer. Okay. Das war ein Prätorianer, so heißen die also. Hello, Administrator Hayes. Hello. Was mache ich denn jetzt mit dem einen da? Amputierter Arm, warten auf OP. Let's get that Marine fitted. Ah! Das hat also so funktioniert. Okay. Gut. Der wird jetzt 9 Tage fehlen. Kann ich mir den Torrance mal näher anschauen, wie der jetzt aussieht? Talk to you soon. Hello, ma'am. This one won't let you down. Wow! Ich nehme 3. Er hat tatsächlich einen technischen Arm bekommen. Das feiere ich jetzt schon ein bisschen. Okay, also wenn der keine Level-Ups bekommen hat, dann weiß ich auch nicht. Hart. Ja, komm, ganz im Ernst. Das ist bei ihm definitiv glaubwürdig. Klasse verfügbar, Sergeant Sanitäter. Nee, er wird auf jeden Fall ein Sergeant. Dem folgen die Leute. Die glauben ihm, dass er was kann. So, Hard Level 2. Oh!
Der härteste Hund ist Duncan Torrance in unserer Truppe. Er hat hier auf jeden Fall die Munitionstasche. Was geben wir ihm dann noch? Den Funkrucksack. Solange der Marine gibt es einen Befehlspunkt des Trupps. Danach kann ich die schnellere Regeneration machen. Ja, komm, wir machen auf jeden Fall das da. Und ja, die schnellere Regeneration. Er hat, es muss nur noch ein Fähnchen ranmachen. Okay, also er ist, es sind eine Menge Leute in der Krankenstation. Holy moly. Wir haben 78. Den Revolver könnte man irgendwann mal sich auch mal holen. Hello, ma'am. Du bist doch ein Scharfschütze. Nee, du bist ein Tacker. Du bist ein Aufklärer. Salute. Ah, nee, der hat den Scharfschützengewehr. Warum konnte ich das dann nicht benutzen? Ich bin da ein bisschen irritiert gerade eben. Weil der war ja dabei. Wie sieht's aus mit den psychischen Sachen? Der muss einfach nur einen Tag da rein. Ja, komm. Dann gehst du doch rein. Heil 2 Traumapunkte pro Tag. This one hasn't recovered yet, but fine. Was ist mit euch? Ich habe keine Ahnung, wie lange die brauchen würden. Auch einen Tag. Ja, komm. Understood. I'll update my schedule. Ich schicke die jetzt alle erstmal ganz, ganz kurz in Therapie. Labor kann ich natürlich nichts machen, weil ich leider keine neue Tech habe. Dann gehen wir den nächsten Tag und da gibt es jetzt ja gleich Planetenbefall Level 3. Die Marines haben angesichts einer so gefährlichen Kreatur die Hoffnung verloren. Hayes muss einen Weg finden, sie wieder auf die Beine zu bringen. Alle müden Marines sind nicht mehr müde oder erschöpft. Ja, dann verliere ich halt den Einsatz und kriege einfach nichts dafür. Shit. Okay, wir haben ihnen ein bisschen Zeit gegönnt. Befall erhöht. Schön. Wie schlimm kann es denn noch werden? Sehr schlimm bestimmt. Jetzt haben wir 113. Oh, aber das Schöne ist, wir haben hier wieder Level-Ups. Und das fällt. Also, wir befördern. Stand tall, Marine. Ein weiterer Sunny oder ein Richtschütze? Ich nehme nochmal einen weiteren Sunny. Du hast bereits jetzt die Chance auf kritische Verstümmelung werden um 13% erhöht. Tja, der weiß halt, wie man es chirurgisch macht, ne? Gehärtet. Mehr Rüstung, flinke Hände, Geisterstahl. Ne, ich nehme gehärtet. Ich komme jetzt dann doch auf den Trichter, dass ich mir sage, mehr Panzerung ist immer was wert. Oh, warte mal, ich wollte mal gerade mal gucken, was kann ich denn bei ihm noch reinmachen? Erhöht die Gesundheitspunkte aller Marines im Trupp. Ja, auf jeden Fall. Und dann hier noch den zweiten Verbesserungspunkt. Er kann halt dann reanimieren. Das ist halt auch nicht schlecht. So, was ist eigentlich das da unten? Ach, das sind die anderen. Ah. Okay, wir befördern dich jetzt. Bravo Zulu. Sein erster Level-Up. Kühn. Mehr Tapferkeit bekommt weniger Stress. Zielwasser. Ganz im Ernst, diese 13%, das sollte man, glaube ich, nicht unterschätzen. Das mache ich noch nicht. Das ist alles noch ein bisschen arg teuer. Stand tall, Marine. Mhm. Plünderer. Aber 10% mehr Mats. Man sollte das nicht unterschätzen, wie mächtig dieses Plünderer ist. So. Wie viel Mats haben wir denn jetzt noch? 53. Und wir haben noch so viele Leute, die noch was lernen müssen. Oh, es gibt ein Denkmal? Tja. Das war mein Tacker übrigens. Oh no. Nee, das war nicht mein Tacker. Das war mein Richtschütze. Ezekiel Smith. Der Verschwörer. Er hat es schon immer gewusst, dass sie ihn holen werden. Und er hatte recht. Durch ihn war der Trupp schneller. Er war kühner, obwohl er ein Verschwörer war. Und er war sehr einfallsreich. Aber all das hat ihm am Ende nicht geholfen. Wie sieht es hier aus mit den...
Okay, in der psychologischen Abteilung ist niemand. Ich habe auf jeden Fall wieder 5 Ärzte zur Verfügung. Ich will auf jeden Fall, dass Torrance bald da ist. Oder warte, ich brauche... Ja doch, ich will, dass Torrance bald... Der ist ja gleich wieder fit. Also komm, Torrance wird auf jeden Fall von mir jetzt hier prioritär behandelt. Der kann jetzt hier nicht so lange bleiben, ne? Das ist ein bisschen arm, eh. Besser arm ab als arm dran oder so ähnlich. Nee, weil eigentlich ging es andersrum. Okay, jetzt sind so noch 3 Tage, ne? Das ist ganz gut. Dann bekomme ich jetzt jeden Tag einen weiteren Marine zurück. Hallo, Hayes. Und dann wechseln wir wieder den Tag. New objectives are awaiting your review. Oh, geil. Ja, man kann ja auch mal Glück haben. Ruhe vor dem Sturm. Die Xenomorph-Bedrohung scheint sich zurückzuziehen. Der Befall wurde um 1 verringert. Gut, das ändert für uns jetzt leider nicht so viel so schnell. Wir werden jetzt gleich in die Mission gehen. Ich will jetzt kurz gucken, ob ich noch... Ja, hier gibt es noch mehr Level-Ups. Also, das geht hier gerade eben wirklich zack, zack. Also gut, meine Liebe. Bravo Zulu. Du bist eine Richtschützin mit Kühn und Geist aus Stahl. Ich kann dir einfallsreich geben. Nach jeder Ruhepause werden die Ladestreifen des Trupps gratis aufgefüllt. Das ist halt mega cool. Teamgeist, noch mehr Befehlzeit. Ne, wir machen das. Wir machen das da. Die trägt einfach Munition rum wie nicht gescheit. Leider ist sie schwach. Ich finde es witzig, ne? Es ist eigentlich eine geile Kombination. In Anbetracht der Tatsache, dass sie es halt schwierig hat, mehr Munition rumzuschleppen, hat sie sich einfach was anderes einfallen lassen. Du nimmst noch den Flammenwerfer mit, meine Liebe. Okay, dann bin ich mir überlegen, ob ich dir hier noch Verbesserungen gebe. Zum Beispiel erhöht die Treffsicherheit des Marines bei Feinden, die mit den Bastard anvisiert sind. M56 AKS erlaubt es dem Marine, die Signaturwaffe M56 als autonomes, automatisches Geschütz einzusetzen. Während die Signaturwaffe eingesetzt wird, benutzt der Marine seine Sekundärwaffe. Achtung, der Marine muss seine Signaturwaffe als Primärwaffe haben, um diese ausgerüstet zu haben. Okay. HI-Patronen. Diese Verlangsamungseffekte von Unterstützungsfeuer für den gesamten Trupp. Bonus gilt nur, solange der Richtschütze lebt. Das nehmen wir auf jeden Fall. Das klingt interessant, als ob ich nochmal ein weiteres Geschütz aufstellen könnte, ne? Erhöht die Treffsicherheit des Marines bei Feinden, die mit tötenden Bastard anvisiert wurden. Ne, ganz im Ernst, ich interessiere mich dafür. Dieses Geschütz aufstellen zu können. Also wir werden auf jeden Fall Sandra kurz mitnehmen. Wir werden sie mitnehmen. Aber wir haben noch ein paar andere Level-Ups zu tun hier. Moment. Bravo Zulu. Jessica Webb, eine unserer ersten, hat bereits Rächer und einfallsreich. Okay. Dann können wir sie entweder hart machen oder kühn. Ich mach sie hart. Leider hat sie diese blöde Pyrophobie. Warum hat sie immer noch diese Pyrophobie? Sollte sie nicht geheilt sein? Sind wir mal ehrlich? Das muss ich mir mal näher anschauen. Stand tall, Marine. Eine Psychologie. So, und unser Tacker hier, der hat bereits schon Teamgeist und Treffsicherheit. Und nun kann er... Ja, der bekommt auch mehr Lebenspunkte. Wir haben gelernt, Lebenspunkte sind am Ende dann doch gar nicht so unwichtig. Sie sorgen einfach dafür, dass die Soldaten länger leben. Okay, jetzt will ich aber nochmal ganz, ganz kurz mal in den medizinischen Quartieren gucken. Troops, Eddings. Denn ich kann Torrance jetzt hier auf jeden Fall wieder... Also Torrance ist nicht mehr müde. Den nehmen wir auf jeden Fall wieder mit rein. Sharp. Beschleunigen wir. Wir können... Und McDonald. Es gibt ja keinen Grund, warum ich das jetzt hier nicht tun sollte. Dann ist er nämlich morgen wieder fit. Okay, aber... genau. Und Webb kann jetzt hier... traumatechnisch behandelt werden. Sharp und Torrance, nee, die nehmen wir mit. Sie wird 2 Tage lang dauert es, bis der Stress abgebaut wird. Das ist tough.
Das geht schnell. Okay, sie haben verdammt effiziente Psychologen. Also, ab in die Raffinerie. Understood. Uploading mission data. Und natürlich. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Wie kam ich denn hier nochmal? Was war denn hier der reguläre Eingang? Ach hier, wir sind schon richtig. Okay, ich habe das nicht gesehen gehabt. Ja. Er ist wieder hier. Der sieht inzwischen jetzt aber schon so ein bisschen aus wie so ein kleiner Superheld, ne? Du bist, glaube ich, ein Tacker, oder? Was kannst du denn? Verdammte Axt. Boah, ganz im Ernst, ich würde so gerne sehen können, was die sind. Du bist ein Aufklärer. Okay. Jetzt habe ich also theoretisch zwei Aufklärer dabei. Dann würde es aber Sinn machen, wenn ich dir dann entsprechend halt auch so eine Waffe mitgebe. Scharfschützengewehr. Und was bist du? Schlechtes Sehvermögen. Gott, Treffsicherheit. Nicht existent. Und der ist einfach ein Gefreiter. Esteban Ruiz. Habe ich so wenig Leute gerade eben zur Verfügung? Maybe? Ich wundere mich gerade eben einfach bloß ein bisschen darüber. Kann es sein, dass ich die Leute immer noch im Training habe? Ja, es wird schon gut gehen. Es wird schon gut gehen. Wir nehmen davon zwei Stück mit. Mehr Panzerung. Mission starten. Was soll schon schief gehen? Außer alles. Das können wir jetzt mal tatsächlich überspringen, würde ich mal behaupten. Wir kennen das Ausrücken. Ich frage mich, ob die Scharfschützen so nützlich sind, dass sie es vielleicht wirklich sogar schaffen, auch mal den einen oder anderen größeren umzunatzen, aber das bezweifle ich, ehrlich gesagt. So, wir starten jetzt schon mal mit 6 Munition. Dann nehmen wir diese Munition mit, weil genau deswegen habe ich diese Munition hier auch gelassen. Ich bin gespannt, ob wir die Vermissten irgendwann wiederfinden. Oder ihre Überreste. Da bin ich super gespannt. Weil das gehört ja normalerweise auch zum Horrorelement von Alien. Dass du da die Leute wieder findest. Und was die Aliens draus gemacht haben. Move on. Hurry up, squad. Also auf jeden Fall haben wir diesen Prätorianer schon mal weggenutzt. Was ist schon mal ganz gut ist. Ich guck gerade eben mal bloß auf der Map, ob da noch irgendwas ist. Nee. Move on. Move, move. Move, move, move. Ja, ja, moved. Und ich hoffe, dass ich dieses Mal, also hier ab jetzt, hier müssen wir jetzt wieder vorsichtig sein. Hier müssen wir wieder vorsichtig sein, weil hier läuft jetzt wieder irgendwas Blödes rum. Und dann müssen wir hier noch reinkommen. Move on. Der ist gerade hier. Ja, genau genommen dahinter. Ich bin überlegen, ob ich da durchhuschen kann. Double time! Drone spotted. Move, move! Double time! So, jetzt nehmen wir mal Zeug mit. Und dieses Mal durfte hier keiner drin sein. Gott, das ist aber einfach so ein riesen Nest hier. Aber da ist auch nichts. Ah, doch, da ist was. Ah, natürlich ist da was. Move on! Das Verrückte ist, das könnte gerade eben sogar der sicherere Weg sein. Solange hier keine sind.
Hurry up, you slut. Solange keine Eier zumindest hier zu sehen sind. Wow, wow, wow. Das war knapp. Come on, team. Double time. Ich wechsle mal darüber. Wir nehmen es schnell mit. Let's see what's inside. Safe position taken. Vielleicht schleichen wir wirklich so rüber rein. Here's one. Double time. Das geht nicht. Okay. Da liegt irgendwie eine Genprobe. Drone spotted. Oh, 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 don't get too comfy, okay? Oh, 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 oh. Double time! Warum muss da jetzt einer sein? Okay, der ist jetzt verschwunden hier wieder. Der war nur ganz kurz hier. Come on, team! Der läuft jetzt da lang. Hä, oder auch nicht? Ich versuche den halt zu umgehen. Ne? Boah, die Musik ist gerade mega nervig, ne? Piep. Come on, team. Oh oh, geh da hin. Der sieht hier immer noch rein. Hä, wie kann der den sehen? Double time. So ein Mistvieh. Move, move! They're headed our way. Da liegt ein Kaputter rum. Aber wie komme ich jetzt hier durch? Finde einen Weg um den Schutter rum. Ich arbeite daran, aber... Muss ich hier irgendwas sprengen? Mir ist auf den ersten Blick nichts aufgefallen, aber vielleicht finde ich noch einen Weg. Come on, team. On it. I hate this job. Here's your sample. Move on. We're spotted. Ah, Scheiße. Hurry up, squad. Ihr bleibt hier und du knallst ihm sie an drauf. Okay, wir sind jetzt offiziell gejagt, das heißt, wir gehen jetzt hier hin. Wenn was kommt, dann machen wir jetzt hier Stress. An dieser Position und sonst nirgends. Weil hier können sie uns nichts. Zumindest theoretisch. Und dann müssen wir mal rauskriegen, wie wir jetzt hier... Ja, wobei, da wird keiner kommen. Es kann keiner kommen. Das ist der Einzige, der hier ist. Ah, so kann man sich irren. Ich muss mal gucken, ob ich hier irgendwas sprengen kann, ne? Hurry up, squad! Nee, hier auch nicht. Come on, team. Hurry up, squad. Shit is coming to us. Ich bin wirklich hart verwirrt. Ach Gott. Da geht's ja doch lang. Wait. I think we lost them. Gibt's ja wohl nicht. On it. Da geht's doch lang, Leute. Wir rennen danach gleich weg. Und zwar dahin. Come on, team. Das könnte was angelockt haben.
Und ich habe nicht vor, dort zu stehen, wenn ich was angelockt habe. Okay. Nee, der ist einfach darüber gelaufen. Okay, dann sind wir ja cool. Ah, doch. Hurry up, you slugs. Ach, der läuft hier schon wieder. Ich hasse dieses Scheißvieh, ich sag's euch. Shh, here's one. Move on. Move, move. Wir nehmen wieder diesen Weg. Mitten durch den... Come on, team. Alien, Dung, was auch immer. Das scheint mir der sicherste Weg zu sein. Mamma mia. Come on, team. Und hier ist auch gerade einfach nichts, ne? Move, move. Ne, hier ist einfach nichts. Double time. Drei Türen. Hier ist aber auch sonst gerade eben nichts. Move on. Was ist das jetzt hier für ein Raum? Da könnte man zwei Türen verschweißen. Naja. Hurry up, you sluts. Move on. You should stay on those rails. One way or the other, they'll lead you to more containers. Bring him down. Watch out, here come the spidery ones. Ach du Scheiße. Suppressing fire. Bring him down. Shit, that thing saw us. I'm out. Safe. Da ist so ein Miesling, ey, der muss weg. Okay, keine Eier mehr. Oh Gott, von hinten kommt was. Von hinten kommt was. Von hinten, habe ich gesagt, kommt was. Das ist nicht gut. Double time. More signals incoming. Light them up. They got our scent. Look alive. Ach du Scheiße, wir stellen uns am besten mal einfach mal dahin. Ich glaube, wir stellen uns am besten dahin und dann setzen wir mal eine Gun am besten so hin. Deploying Sentry Gun. Sentry almost ready. Ach du Scheiße, die sind ja schon da. Ja, das ist irgendwie ungünstig jetzt. Grenade! Ah, burns! It burns! Shit. Suppressive fire! Da drüben hin. Hua. Haben wir's jetzt endlich. Deploying Sentry Gun. Sentry almost ready. Sentry activated. Permanent hier meine Dinge anders aufstellen. More signals. Hol dir mal schnell dieses Ding. Ugh, hate this job. More signals, aber nicht greifen können. They're headed our way. Sie kommen natürlich wieder von der anderen Seite, ne? War klar. Es war so klar, dass sie von der anderen Seite kommen. Ich sag's euch. Dann gehen wir wieder schnell da rein. Looks like they found us. Let's rock! Check your vitals. Gut. Das Ding hat's abgewehrt. Ich liebe es, wenn Geräte meinen Stress tanken. Kann ich mal die Jagd bitte aufhören? I don't hear them anymore. We're clear. Right now. Boah. Let's see what's inside. Das war jetzt aber auch echt mal gut, ey, jetzt hier. Dann nehmen wir das Gerät jetzt hier wieder mit. Das hat mir jetzt eher nur so ein gutes Gefühl gegeben und nicht wirklich etwas getan, ne? Sentry Pack. Double time. Hurry up, squad. Quiet. It didn't see us. Safe position taken. Was hat uns nicht gesehen? Sind da noch Eier oder sowas? Sind die wirklich da? Tatsache, die sind noch da. Grenade! Double time. Hurry up, squad. Is that a classification yard? Darwin era sounds great as a train stop. You gotta give them that. It's probably where those trains empty their cargo, which means storage facilities should be nearby. If
If I had to hide some containers, I'd put them there. All right, squad, search the place. Find those crates. Move on. Ah, oh, jetzt wieder Schleich-Action angesagt. Eieieiei. Eieiei. Also hier kann ich sowieso nicht rum. Ich muss mir gerade eben mal das anschauen. Hier sitzt auch einer rum. Also eigentlich, dann muss ich wahrscheinlich hier so lang. Ja, wir müssen hier so außen rum. Gut, aber das machen wir beim nächsten Mal, Freunde. Danke für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, bis dahin, schöne Zeit. Tschüss und Ade.